Herzlich willkommen bei online-tutorium.com. Willkommen zum Video 1.6.8 Beispiele zur Surjektivität von Abbildung. Und wir gucken uns ein ganz klassisches Beispiel an. Und zwar nehmen wir die Funktion f1, die von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen abbildet. Mit x wird auf x² abgebildet. So, ich sage es jetzt schon, diese Abbildung ist nicht surjektiv. Ja. So, warum? Und das ist ganz einfach zu zeigen. Wie im Fall der Injektivität muss man einfach ein Gegenbeispiel konstruieren. So, das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen uns jetzt einen Punkt hier aus dem Definition, aus dem Wertebereich der Abbildung, sodass es keinen Punkt aus dem Definitionsbereich gibt, der darauf abgebildet wird. So, zum Beispiel, das ist jetzt relativ egal, welches wir nehmen. Wir sollten halt nur eins finden und nehmen wir doch mal, denn zu minus 1 aus R, und das soll jetzt der Wertebereich sein, markiere ich das auch mal so, existiert kein x aus R, aber aus dem R, was wir mit dem Definitionsbereich identifizieren, also dieses hier, so dass f1 von x gleich minus 1 gilt. Und das kann man noch ein bisschen so hinschreiben. f1 von x ist ja gerade gleich x² und dass das minus 1 ist. Das kann ja nicht sein. Es ist klar, dass es keine reelle Zahl geben kann, die quadriert minus 1 ist. Denn durch das Quadrieren von reellen Zahlen bekommen wir positive reelle Zahlen. Okay, man kann sich das auch anders klar machen. Oder, schreibe ich mal hin, das war jetzt, wenn wir uns nochmal die Definition angucken, der Punkt zweitens, den wir genutzt haben, um zu zeigen, dass die Abbildung hier nicht surjektiv ist. Jetzt nehmen wir den Punkt erstens. Ja, den hier. Wir wollen zeigen, oder wir zeigen jetzt natürlich, das muss ja direkt schon gelten, dass das Bild von f nicht gleich dem Wertebereich von f entspricht und hier ist f f1. Ja, oder? Doppelpunkt. Jetzt gucken wir uns mal das Bild von f1 an. Ja, oder anders ausgedrückt, wir schmeißen in f1 den kompletten Definitionsbereich rein, nämlich die reellen Zahlen. Und jetzt, was passiert mit der Abbildung? Oder mit den Elementen? Die werden ja quadriert. Das heißt, jede reelle Zahl, die ich reinschmeiße, wird quadriert. Und herauskommen also alle sozusagen quadrierten reellen Zahlen, aber es sind alle reelle Zahlen, die größer gleich 0 sind. Okay, und das ist ja offensichtlich nicht gleich dem R hier, nämlich dem Wertebereich der Abbildung f1. Okay, daraus sehen wir sofort, dass die Abbildung nicht surjektiv ist. Man kann Variante 1 nehmen, also es so zeigen oder es auf diese Art und Weise zeigen, ist es äquivalent. Wenn das gilt, gilt natürlich auch das und umgekehrt. Aber man kann sich entsprechend nach Belieben einer der beiden Punkte aussuchen, um das schneller oder einfacher nachweisen zu können. Jetzt wollen wir mal die folgende Überlegung machen und gucken uns f2 an. Ja, und sagen, die Abbildung geht jetzt von den reellen Zahlen nach r größer gleich 0. Mit x wird abgebildet auf x². Okay, f2 unterscheidet sich von f1 nur darin, dass wir den Wertebereich hier eingeschränkt haben. Wir haben hier den Wertebereich die reellen Zahlen und hier haben wir den Wertebereich die positiven oder nicht negativen reellen Zahlen. Die 0 ist ja auch zulässig. Und die Frage ist, ist diese Abbildung surjektiv? Und wir können es sofort beantworten. Ja, sie ist surjektiv. Und da brauchen wir gar nicht lange nachdenken, denn das Bild von f1 ist gerade dem Bild von f2. Die haben ja die gleiche Abbildungsvorschrift und den gleichen Definitionsbereich. So, also der Definitionsbereich hier und dort ist gleich. Und jetzt kann ich direkt hinschreiben nach Punkt erstens aus unserer Definition wissen wir, dass das Bild von f2
ist gerade gleich was? Naja, ist das Bild von F1. Das sind gerade die nicht negativen reellen Zahlen oder dieses R hoch größer gleich 0. Aber das stimmt ja jetzt mit dem, naja, dieses Gleiche hier ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das hier ist ja gerade gleich dem hier, unserem Wertebereich der Abbildung F2. Okay, also haben wir gezeigt, dass das Bild der Abbildung F2 mit dem Wertebereich der Abbildung F2 übereinstimmt. Und damit haben wir schon die Surjektivität gezeigt. Okay, alternativ könnte man zeigen, dass es zu jedem Element hier, zu jedem y aus r größer gleich 0, ein x gibt aus r, sodass es unter f2 x auf y abgebildet wird. Das wollen wir jetzt nicht noch explizit machen, das machen wir gleich in der Aufgabe. Aber so haben wir schon mal zwei Beispiele und wir sehen, dass durch Verkleinern des Wertebereichs wir nicht surjektive Abbildung surjektiv machen können. Aber das ist völlig klar, weil, fassen wir das in der Bemerkung zusammen. Naja, gucken wir uns doch nochmal den Punkt erstens hier an. Also der hier ist jetzt der interessante für uns. Und zwar sagen wir in der Abbildung F, die zwischen x und y abbildet, ist dann surjektiv, wenn das Bild von F dem Wertebereich mit dem Wertebereich übereinstimmt. Okay, das heißt, wenn der Wertebereich größer ist als das Bild von F, dann ist die Abbildung entsprechend nicht surjektiv. Also haben wir Abbildungen, die nicht surjektiv sind. Das heißt, es gilt das Folgende, dass dann das Bild von F, so wie wir es in F1 hatten, ist eine Teilmenge von dem Wertebereich der entsprechenden Abbildung. In dem Fall hier R. Hier meine ich wirklich wieder mit dieses blau unterstrichene R. Ja, wir hatten ja hier gesehen, dass das Bild von F nicht der komplette Wertebereich ist, sondern nur eine Teilmenge davon. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht: Wir haben einfach den Wertebereich auf das Bild eingeschränkt. Ja, wir haben quasi alle Elemente aus dem Wertebereich rausgeschmissen, die wir mit der Abbildung sowieso nicht treffen. Und dann können wir das auch wie folgt formulieren: Farbe wechseln, durch verkleinern. Ja, des Wertebereichs auf das Bild einer Abbildung, schreibe für Abbildung noch ab, Punkt, werden nicht surjektive Abbildung surjektiv. Okay, mit den Verkleinern meine ich natürlich einschränken. Also nochmal, haben wir eine Abbildung, die nicht surjektiv ist, dann gibt es Elemente im Wertebereich, die von der Abbildung gar nicht getroffen werden. Ja, was machen wir? Wir schmeißen die einfach raus und tauschen den Wertebereich durch das Bild der Abbildung aus. Und damit ist die Abbildung surjektiv. Gut. Okay, wir gucken uns als nächstes noch eine Aufgabe an, um das zu vertiefen. Aber das sollte erstmal soweit reichen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Online-Tutorium.com